Schau, was diese vier Männer mit der hilflosen Frau im Rollstuhl taten. Heutzutage sind die sozialen Medien voll von negativen Schlagzeilen bombardiert, sei es durch die alltäglichen Nachrichten oder durch Videos und Bilder, die uns vieles Negatives repräsentieren. Und doch sehen wir hin und wieder Geschichten, die uns daran erinnern, dass es da draußen doch noch Hoffnung und Liebe gibt. Und genau davon handelt das folgende Video. Vier junge Männer wurden vor kurzem in Florida dabei fotografiert, wie sie eine ältere Dame aus einem Altersheim in ihrem Rollstuhl durch den strömenden Regen schoben, nachdem dieser mitten im Sturm eine Panne hatte und nicht mehr funktionierte. Katie Castro, eine PR-Beauftragte des Seniorenwohnheims in Florida, wurde Zeugin dieser freundlichen Tat und machte Bilder der Gruppe, die den Rollstuhl der Bewohnerin tapfer zu ihrem geplanten Ziel schoben. Da dies eine sehr ruhige Gegend ist, war ich überrascht gewesen, als ich einen Tumult hörte und vier junge Männer lachen sah, die eine meiner Mitbewohnerin bei einem schweren Regensturm anschoben. Sie schoben sie den großen Abhang zu ihrem Haus hinauf. Diese Helden waren sehr darauf fokussiert, ihr trotz des schlechten Wetters zu helfen. Sie schützten sie sogar mit einem Regenschirm, was noch mehr Mitgefühl von ihrer Seite zeigte. Katie bedankt sich aufrichtig bei den Männern für ihre Freundlichkeit und erklärte, dass sie zunächst dachte, es handle sich um Jugendliche von der nahegelegenen Highschool. Später erfuhr sie jedoch, dass es sich um Mitarbeiter eines Trampolinparks handelte. Einer der Männer namens John Morgan sagte in einem Interview mit Fox News: "Wir bemerkten, dass die alte Frau offensichtlich eine Störung mit ihrem elektrischen Rollstuhl hatte. Wir waren zwar schon müde und schmutzig und wollten zurück ins Hotel, aber als wir die alte Dame auf ihrem kaputten Rollstuhl sahen, wussten wir ohne Zweifel, dass wir ihr helfen müssen. Wir wussten, dass wir sie nicht alleine im Regen stehen lassen konnten, mitten auf der Straße, während sie verzweifelt versuchte, ihren Roller wieder zum Laufen zu bringen." Alles in allem schoben John und seine Kollegen die Bewohnerin über einen Kilometer weit, bis sie bei ihrem Zuhause ankamen. John sagte: "Wir wollten nur, dass sie sicher nach Hause kommt. Wir erwarten keine Anerkennung, wir wollten nur einem Mitglied unserer Gemeinschaft helfen. Die elektrischen Rollstühle sind schwer. Und wenn man das Gewicht der Bewohnerin plus ihre Einkäufe und die kaputten Reifen hinzurechnet, ist das eine ganze Trainingseinheit für die jungen Männer gewesen. Aber ich bin stolz auf ihre Aufopferung", fügte Katie hinzu. Die vier Helden hoffen, dass ihre Aktion auch andere dazu inspiriert, sich in schwierigen Zeiten zu engagieren, selbst wenn die Umgebung rau ist. Was für eine großartige Aktion! Solche Geschichten zeigen uns immer wieder, dass es doch noch Gutes in der Welt gibt. Ja, wie findet ihr diese Aktion? Ich fand sie super. Habt ihr euch auch schon einmal engagiert? Wenn ja, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und schaut euch doch auch gerne meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.